kann ja vermutlich immer noch kein Harmoniegespräch führen. Nein. Da bist du. Er macht sich Sorgen um mich. Ach, er macht sich ständig Sorgen um irgendwas. Wie du siehst, geht's mir gut. Alles bestens, keine Probleme. Müsst ihr ihm nicht erzählen. Soll er sich noch weiter sorgen. Aber schön, dass ihr hier wart. Hier, nehmt das als Dank. Ich habe die Quest erledigt. Habe ich sie wirklich jetzt erledigt oder muss ich sie... oder muss ich jetzt doch nochmal zu ihm zurück, um ihm sagen, dass es ihm gut geht? Monstermission. Monstermission, Herausforderung. Seht ihr, das wäre einfach toll, wenn ich hier andere Titel hätte, dass ich sagen kann. Ach so. Dass ich halt auch weiß, hier, das ist die Mission, das ist die Mission. Herausforderung. Ich nehme an, diese Seemagdalena ist auch wieder so ein Spezialmonster. Aber hier steht nicht von welchen Fledern, ne? Nein. Vielleicht sind das nur wenige Items. Oh, du hast noch eine Quest für uns. Oh nein, was soll ich nur tun? Ich hätte ihn doch die ganze Zeit bei mir. Was hast du denn verloren? Ich muss ihn irgendwo verloren, der Tempelhöhlen verloren haben. Was denn? Sieht das schickst und schwierig, kann ich aber in den Tempelhöhlen nichts gefunden. Ich habe einen Anhänger verloren, der mir sehr viel bedeutet. Ich habe ihn überall gesucht, aber ich kann ihn nicht finden. War er denn wirklich so wichtig? Meine Freundin hat ihn mir als Glücksbringer geschenkt. Und zwar genau an dem Tag, als ich der Truppe beitrat. Ach stimmt, ja. Du hattest dieses Ding echt ständig bei dir. Langsam wird mir klar, wo es passiert sein muss. Es war in den Tempelhöhlen beim See Vilia. Die Decke stürzte ein. Ich bin nur knapp entkommen. Vermutlich liegt er jetzt irgendwo bei dem blockierten Weg. Wäre dir so gut und könnte dort für mich nachsehen. Okay, schauen wir mal. Ich habe aber keinen eingestürzten Pfad gesehen, ob der beim Weg zur Kolonie 9, Kolonie 6 liegt. Oder wartet mal, da wo die Echsen waren, da war was eingestürzt, aber da komme ich doch, glaube ich, auch gar nicht hin, ne? Jetzt hier runtergehe. Da. Da komme ich ja nicht rein. Nee. Aber da hinten war ich noch gar nicht. Und der Papa-Eidechse. Ja, aber, wie es scheint... hallo? Lass mich in Ruhe. Gottes Willen. Ach, das sind die Kleinen. Na gut. Ach. Und wie die Soldaten da rumstehen. Herrlich. Ryan, was machst du da? Kommst du wieder zurück? Dankeschön. Okay, das zählt also doch. Aber irgendwo ist jetzt hier nochmal eine Quest. Was hast du denn noch auf den Herzen? Ich hätte da noch eine Bitte an euch. Wollt ihr mal hören? Naja, ich hab dich ja deswegen angesprochen, ne? Deswegen, da steckst du in Schwierigkeiten. Könnt ihr Spinnseide beschaffen? Damit kann man nämlich ordentlich Kohle machen. Ich bin gerade zum 6. Mal Vater geworden. Och, du meine Güte. Das heißt, ich muss 6-mal so viel arbeiten wie andere. Eine Belohnung für euch ist auch drin. Wie sieht's aus? 6 Kinder, das klingt nach viel Arbeit. Das klingt eher danach, als solltest du mal ein bisschen mehr aufpassen. Zu Hause geht's drunter und drüber, sage ich euch. Aber für meine Kinder bin ich bereit, alles zu geben. Ich will, dass sie es einmal besser haben als ich. Spinnseide lässt sich teuer verkaufen. Erbeute von den Spinnen
Arbeitern in der Tepra-Höhle drei Einheiten, ja, Einheiten Spinnseide. Ich kriege faste Handschuhe, 100 Experience und 500 Gene. Na, okay. Er hat mir wirklich helfen. Vielen Dank, enttäusche mich nicht, ja? Gut, ich kümmere mich darum. Schalke und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Diese Herzen irritieren mich doch jedes Mal wieder. Wir packen das. Darauf kannst du dich verlassen. Auf geht's, Ryan. Das heißt also, wenn der sich an dem Gespräch beteiligen darf, dann steigert das die Harmonie auch zwischen uns. Hockt der Papa jetzt wieder hier mit dabei? Ja. Und deswegen gehen wir hier weiter. Obwohl ich auch nur noch eine Eidechse bräuchte. Aber das machen wir später. Gut. Dort vorne ist das Spinnennest. Man darf nicht einmal das kleinste Geräusch verursachen. Das ist schlecht. Kommt, sonst kommen sie sofort angerannt und greifen an. Also ganz behutsam jetzt. Nee, ich will Spinnenseide haben. Da. Lauf doch nicht weg. Könnt ihr etwas Zeit erübrigen, um mir zuhören? Entschuldigung, gerade einen kleinen Hustenanfall. Die Arbeit der Truppen ist niemals beendet. Ressourcen für Kolonie 9 zusammen ist sehr wichtig. Aber an die wirklich wichtigen Sachen kommen wir nicht heran. Könntet ihr Kniescheibenfelsen für unsere Reparaturen sammeln? Ich habe schon ein paar. Wie viel brauchst du denn? Zwei? Müsste ich eigentlich genug haben. Sehr schön. Besten Dank schon mal. Ich habe noch weitere Aufgaben für euch. Sprecht mich ruhig an. Nein, habe ich scheinbar doch nicht. Komm, gib mir gleich alles, was du hast. Ich weiß, es nervt, aber ich brauche noch mal eure Hilfe. Ich möchte zwei Hellfeigen. Da habe ich jetzt auch, glaube ich, nur eines. Die sind so lecker, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ah, sie sind aber nicht für mich, sondern für ein paar arme Kinder. Könntet ihr da helfen? Natürlich. Für Kinder tun wir alles. Vielen, vielen Dank. Ich warte auf euch ungeduldig. Ich habe noch weitere Aufgaben. Ja, dann gebt mir doch... Ach so, nee, jetzt noch nicht. Ich brauche noch mal eure Hilfe. Doch, wir benötigen drei zerstörte Scheren. Nur damit können wir die Abwehrgeschütze reparieren. Meint ihr, könntet uns nochmal zur Hand gehen? Ja? Meine Güte. Großartig, was würde ich noch ohne euch tun? Ich hab noch was. Dann gib mir doch gleich alle. Ich brauche nochmal eine Sache. Eine Portion Unkorisalz. Könnt ihr mir das besorgen? So viele Leute wurden bei dem Angriff auf der Kolonie 9 verletzt. Deswegen brauchen wir möglichst viel Medizin für sie. Könnt ihr uns helfen? Erbeute von den noblen Unkoren. Aha. Wirklich, danke. Ich kann kaum glauben, wie er mir ständig zur Seite steht. Ich habe noch nichts gemacht für euch. Ich mache weiter mit meiner Mission. Hoffentlich erfolgreich. War's das jetzt? Die Türen sind offen, aber wir haben ein Problem. Auf der alten Route ist die Decke eingestürzt. Unsere Maschinen passen nicht durch. Wir kommen hier nicht weg. Das bedeutet, dass wir einen anderen Weg finden müssen. Gut. Puh. Da wäre ja einiges. An ether lamp. Don't traders use these things as guideposts? Yeah. We can follow them to the Bionis knee. Okay. But if armed traders need guideposts, it must be pretty dangerous in here. Let's keep our wits about us. Definitely. Oh, schön Wegmarkierungen. Langsam werde ich ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, ob man es hört. Irrsinnsminze. Bin auch schon ganz irrsinnig. Oh, was ist das? Das sieht interessant aus. Was seid ihr? Nein, nein, nein. Ach, das sind Steine. Ich dachte schon.
Ach, was mache ich denn? Das will ich doch gar nicht. Gehen wir hier mal gemütlich runter. Weil wir kriegen ja Fallschaden, denke ich. Was ist das denn? Eisenätherader, aha. An Ätheradern lassen sich hochwertige Kristalle bauen. Die Adern regenerieren sich mit der Zeit. Ist der Schöpfer einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vorbei. Aha. Kleiner Eiskristall. Noch ein klein. Titanengeschenk, aha. Das war's. Selten schön. Seht ihr, ich werde mich nicht auf die Trophäen versteifen, weil ich krieg die ja sowieso automatisch, weil ich Sachen mache, die ich fürs Spiel machen muss. Das finde ich immer so unnütz. Was ist das Blaue? Kann ich damit was machen? Kann er durchschwimmen? Stahlseide. Ryan, du hast mich gerade erschreckt. Ich dachte schon, du bist irgendein Tier. Schienbeingecko. Was bist du? Fester Kenoff. Ist aber keine, die mich angreift. Oder? Nein. Du bist bestimmt so ein spezielles Spezialding. Ich saß ja nicht noch so ein Unkor, genau. Nobel-Unkor. Sammelmission. Ah, okay, die haben wir schon mal erledigt. Was habe ich jetzt eingesammelt? Bis der Soldat in die Felsen beschafft. Ah, Kniescheibenfelsen. Okay. Er ist Level 10. Dürfte ein bisschen schwieriger werden, aber... Mist, ich hab's verpasst. Nein. Geht der auch hier? Doch, da haut ordentlich rein. Okay. Oh, das hat auch gut reingehauen. Na, das ist jetzt weniger. Aber es war anscheinend effektiv, weil da kam diese Blase. Boah, ist das ein Riesending. Und nur eine kleine Kiste. Nee. Molluskenschleim. Das ist nicht das, was ich brauche. Nein. Ich möchte das da. Genau. Ist da irgendwas geschwommen? Schwimmt da was im Wasser? Wasser rein? Nein. Was habe ich jetzt anvisiert? Das da. Kann ich nicht, während ich im Wasser bin? Okay. Na komm her. Das ist natürlich sehr doof. Komm her. Dann lass es bleiben. Was Blödes.